Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosser Oldorf. Heute habe ich hier ein Garagenschloss mit einem Rundzylinder und da ist der Zylinder defekt, also das schließt hier nicht richtig. Und wir machen das Schloss jetzt einmal auf. Wenn ich das jetzt richtig weiß, ist das so, ist hier eine längere Feder drin, entweder hier oder auf der Seite. Und dass uns das hier gleich nicht auseinanderfliegt, machen wir da. Gucken, ob das so geht, eine Schraube drauf, eine Mutter. Mal eben sehen. Das ist ein bisschen groß. Okay, macht nichts, aber ich weiß, wie das zusammengebaut ist. Und das nehmen wir da hier auseinander. Gut. Jo, dann lassen wir das mal eben raus. Also gut wäre da, was reinzubauen. So, erstmal versuchen wir das hier zu lösen. Okay, die haben wir. Dann haben wir hier in der Ecke noch eine. Okay, die lässt sich auch lösen. Schon mal super. Und diese hier. Die lässt sich nicht lösen. Wie löse ich sowas? Ich nehme erstmal einen kleinen Hammer und mache erstmal hier ein bisschen einen Schlitz tiefer. Die ist komplett fest. So, um die jetzt zu lösen, ist ja hier der Schlitz. Und ich setze den hier an der Seite an. Und dann drehe ich das ein bisschen in die Richtung und dann lässt die sich eigentlich immer so in der Regel lösen. Manchmal ein bisschen anstrengend. Ja, anstrengend nicht, aber schwer. So. So, die Schrauben wieder alle raus. Alle wieder in eine kleine Dose. Na, die will nicht ganz. So. Dann können wir das hier öffnen. Mal sehen. Ich halte hier mal meinen Finger drauf. Und gucken, ob da irgendwas passiert. Nee. So sieht das Ganze aus. So sieht das jetzt hier von dieser Seite aus. Da ist also ein Rundzylinder drin. Und hier ist so eine kleine Stange drin. Das können wir erstmal eben hier so ganz vorsichtig beiseite legen. Und jetzt lösen wir diese Schrauben noch, wenn das geht. Ja. Dann nochmal hier die andere Seite. Jetzt ölen wir auch gleich das Schloss eben ein bisschen. Jetzt hier nochmal eben, auf diese Feder muss man aufpassen, das fliegt hier ganz gerne raus. Das ist ein bisschen schwer wieder reinzubauen, aber das geht schon. So, bevor wir das jetzt auseinandernehmen, ist es eigentlich immer ganz gut, eine Markierung zu machen, wo die Schließnase gesessen hat. Das heißt also, dieser Position hier. Dass wir das nachher noch wissen. Gut. So, und das ist jetzt hier der Zylinder. Den nehme ich jetzt mal eben hier raus. Das ist so eine Hülse. Ja, der will nicht. Nehmen wir eben den kleinen Hammer. Der will immer noch nicht. Dann machen wir das mal eben Schraubstock. Dann gucken wir dann nochmal eben mit der Hand hier. Dann drücke ich hier einen Schraubendreher drauf. Oh, der ist ganz schön fest. Eigentlich rutscht der so raus. Und da kommt er. Normal fällt der so raus, das ist einfach nur so eine Hülse ist das. Also die praktisch der Abstand. Gut, so, ich gucke jetzt mal eben nach einem neuen Zylinder und dann
bauen wir den wieder ein. Der ist hier von KfV. Und wir bauen da gleich einen anderen ein. Ich muss mal gucken. Den besorge ich mal eben. Wir nehmen jetzt diesen Zylinder hier mit dem Wendeschlüssel. Ja, den bauen wir dann einfach hier rein. Den kann man also praktisch dann hier reinsetzen. Dann die Schließnase wieder auf der richtigen Position. Und dann kann man das hier so wieder einsetzen. Wir machen das jetzt so, dass wir die gleichen Schrauben wieder nehmen, weil die anderen, die ich dabei habe, die sind zu dick. So, die sprühen wir dann mal ein bisschen ein und dann den Löchern auch noch mal irgendwas rein. Dann kommt die Platte da wieder oben drauf. Das heißt also, wir haben jetzt hier so die Kerben. Wir können die ja nicht absägen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bei der 7, 7,5 säge ich die dann durch. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ich gucke nochmal eben nach. Das heißt, ich mache das mal eben anders. Das ist eigentlich der bessere Weg. Man kann das einmal abzählen. Man kann aber auch hier einmal anreißen, das würde ich ja nicht empfehlen. Denn nachher verzählt man sich noch. So, dann spanne ich das eben mit dem Schraubstock ein und säge das mit einer Säge durch. Das ist auch nicht ganz schnell gemacht. So, ich spanne das jetzt mal eben ein. Und dann säge ich das eben einmal durch. Habe ich den jetzt hier nur angesägt, habe ich das jetzt gemacht. Und dann kann ich das nämlich einfach gleich abbrechen. Dann kann ich das nämlich hier besser reinbauen. Und Knick ist es weg. So, dann kommt die Schraube rein. Ist das doch rausgefallen. So. Mal gucken, das kann. Nee, ist alles okay. So, dann kommen die Schrauben da wieder rein. Das Gute ist, der hat den gleichen Lochabstand. Dann hatten wir ja unsere Markierung gehabt hier an der Seite. Das heißt also, das Teil ist wieder auf der richtigen Position. Ganz genau stimmt er doch nicht. Ist ein bisschen weiter auseinander. Ja, das heißt zusammen. Das macht aber nichts. Das ist noch gerade so in dem Rahmen, dass es funktioniert. So. So, Nummer 1. Und Nummer 2. Jetzt wollen wir mal gucken. Ja. Der schließt so, wie er soll. Gut, jetzt gucken wir uns nochmal eben diesen Burschen an, wie der von innen aussieht. Das ist also hier die Hebefunktion, damit das nachher hier rüber schließt. Das ist hier, wo das gespannt ist mit der Feder, damit das mit dem Drücker alles funktioniert und das schmieren wir jetzt mal eben richtig. So. Sehen, ob das so geht oder ob ich das nochmal wieder ausrichten muss richtig. Wichtig ist hier wieder, dass dieser Pinüppel da, der hier in der hier in dieser in diesem Loch da reinkommt. Na, ich glaube, ich
muss es doch einmal. Ah, jetzt auseinandergegangen. Das ist das, was ich eigentlich nicht wollte. Gut, dann müssen wir das mal eben hier wieder richtig zusammen machen. Also eigentlich mache ich das immer am Schraubstock. Jetzt muss ich mal sehen, ob ich das so hinkriege. Denn wir müssen den hier einmal wieder spannen. So. Dann drücke ich da den Schraubendreher drauf, damit er sich nicht wieder verschiebt. Jetzt ist der hier noch nicht ganz richtig drin. So, der kommt aber gleich. So, ist er richtig drin. Dann nehmen wir hier unsere Schrauben. Dann mache ich nochmal eben richtiges Öl rein. Also kein Sprühöl. Dickflüssiges Öl, damit das doch nicht festrostet wieder. So, wenn ich jetzt mal einen drin habe, dann ist das auch in Ordnung. Habe ich denn auch. Und jetzt kommt der so, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt sollte das eigentlich funktionieren. Ist der geschlossen. Ich drehe das mal eben um mit dem Griff, dass wir uns besser sehen. Jetzt ist der geschlossen und jetzt nehmen wir den Schlüssel. Ja, schließen die Position auf. Schlüssel wieder raus. Ja, jetzt geht das hervorragend. Genau, das ist einmal der Zusammenbau. Das heißt, den Zylinder austauschen, einen Rundzylinder. Der war ja defekt zu einem anderen Schlüssel und ja, das ist eigentlich ganz einfach. Was nur ein bisschen Probleme machen kann, ist das eben halt mit dieser Feder hier, da muss man eben halt ein bisschen gucken, so ähnlich machen, wie ich das eben auch gemacht habe, und dann funktioniert das Ganze auch. Okay, das war's von meiner Seite aus und ja, dann freue ich mich schon auf mein nächstes Projekt.